Hallo und herzlich willkommen YouTube, liebe Leute, hier zurück auf bei Mass Effect, nicht auf Mass Effect, sondern bei Mass Effect. So, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier erstmal so ein bisschen um. Gucken, was es hier so gibt. Denn in den entlegensten Winkeln von so einem Rollenspiel findet man ja schon mal das ein oder andere kleine Secret. Und nein, wir können nicht springen. Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Ah, wie cool. Ein Scharfschützengewehr. Was haben wir hier? Verdammt! Das sollte jetzt nicht so sein. Okay, mit Q, Waffe weg. Rückstoßdämpfer und Kampfsensor. Waffen-Upgrades, beides. Oh Gott, was war hier los? Oh Gott, ich weiß es nicht. Dann laufen wir weiter. Ihr seid ja harmlos. Oh Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt der schon länger hier. Oh mein Gott. Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Drücken Sie nach einem Stufenaufstieg U, um den Squad-Bildschirm aufzurufen und die Fähigkeiten Ihres Squads zu verbessern. Weiter. Talentpunkt hinzuzuweisen und es zu verbessern. Bewegen Sie die Maus über ein Talent, um weitere Informationen darüber zu enthalten. Wählen Sie das Squad-Mitglied aus, um dessen Punkte zuzuweisen. Aber das habe ich ja automatisch gemacht, ne? Das Schild ist wiederhergestellt. Ja, das ist ja toll. Ich bin abtrünnig, ist ja cool. Meisterhafter Overkill. Ja, gut. Das muss dann so sein. Ja, der ist hin. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Wir können ihm nicht helfen. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Ma'am. Ja, gut.
gut, von hier sind wir ja, denke ich, gekommen. Das heißt, wir werden mal weiter marschieren. Mal gucken, was uns noch erwartet. Aber ich denke, es gibt gleich noch ordentlich Krawall. Oh mein Gott. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Die Musik, die macht ja auch schon irre viel aus, ne? Jetzt einmal im Kreis. Ah ja, gut, hier waren wir noch nicht. Gut, hier kommen wir auch nicht runter. Moment, von hier kamen wir doch. Oder? Ich bin verwirrt. Aber egal, wir laufen jetzt hier einfach mal weiter. Wir folgen mal oben in der Karte mal diesem komischen kleinen Strich in der Landschaft. Ja, der weiß uns aber hier hin. Übersehe ich was? Eine Tür? Oder? Ja gut, eine Tür, wohl weniger, ne? Hier in der Wildnis. Laufen, 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 laufen. Ah, guck mal da. Schildgenerator. Klicken Sie auf die Filterreiter, um zwischen den Gegenständen hin und her zu schalten. Wählen Sie einen Gegenstand aus der Liste verfügbarer Modelle aus und klicken Sie dann auf Schaltfläche Ausrüsten. Ja, Moment. Was haben wir denn hier? Schildgenerator, ja, ja. Nein, ich glaube nicht. Haben wir den jetzt ausgerüstet? Helm absetzen sieht besser aus. So.
Waffe brauchen wir ja nicht. Oh, doch. Oh, da sind sie noch mehr. Ja, ich sag ja, geht schon los. Oh Gott, ich bin getroffen. Hab ich. Wir setzen den Helm wieder auf, das ist besser. Ich hab ja kein Medipack mehr, ne? Na gut, das ist, muss man ja nicht lesen. Dann hoffen wir, dass wir jetzt mal die nächsten paar Minuten hier überleben. Ah, Medizinkit. Kommt wie gerufen. Aber ich glaube, hat sich jetzt sowieso erledigt. Denn ich... Ach, habe ich schon aufgenommen. Okay. Ui. Da müssen wir helfen. Jetzt aber ein Medikit. Wo ist das denn? Schrotflinte, Pistole, Gewehr, Granaten. Hier, aber... Du darfst auch wieder aufstehen. Moment, zu dir komme ich noch. Ich brauche erst noch ein Gunnery Licht. Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Alles in Ordnung? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Oh mein Gott. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe, gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Gehen Los wir. Geht's. So, sorry. So. Panzerbrechend. Auf Universalgill reduzieren.
Nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Wir nehmen erstmal noch alles. Okay. Präzision sind nur 1. Sturm 2. Also ich muss mich erst mal ein bisschen hier durchklingen. Ich kenne mich ja nur nicht aus. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Phasenmunition. Chemisch. Riecht nach Rauch und Tod. Leicht Mensch. Passt schon. Okay. Ja, sieht auch gut aus. Aber ist mittelschwer. Das ist, glaube ich, besser. Ach, okay, jetzt war hier die andere, ne? Ja, gut. Ihr armen Teufel da oben. Gut. Aber da ist nichts. Oh, gut, jetzt schaut die Sache schon wieder anders aus. Komm, komm. Gut, gut, gut. Oh mein Gott. Oder nehme ich direkt das Gel. Also beziehungsweise hier die... Medikit. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Was ist mit Überlebenden? Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf sie. Wunderbar. F6 war schnell speichern, ne? Na gut. F6 ist gut. Sonst ist es F5. Liegt hier noch was? Na gut. Das habe ich jetzt gesehen. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Wow.
Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Gute Idee. Gut, das sollte gelangen. Oh, guck mal, die armen Kerle. Was sind die anderen? Oh Gott, sie leben noch! Was haben die Geht ihnen angetan? Nichts Gutes. Ah, okay. Oh. Das war nicht so gemeint. Alles gut. Früher war es wunderschön hier. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Nee. Jetzt nicht mehr. Was haben wir hier noch drin? Noch mehr. Entschuldigung. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Das war ja einfach. Menschen, dem Schöpfer sei bitte, Dank. Bitte. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Born und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geht das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Auf Wiedersehen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Hör auf zu weinen. Psst, Mann, Mama ist ja hier. Dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Gut. Komm her. Das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch. Über Kommentare würde ich mich sowieso tierisch freuen. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.